Hallo meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Buchtipp von mir. Und ich möchte heute gerne über den neuen Roman sprechen von Rowan Coleman. Von der Autorin habe ich bereits vor über einem Jahr dieses Buch gelesen. Einfach unvergesslich, nicht nur der Titel des Buches, sondern das Buch selber auch. Ich kann mich auch heute noch grob an die Story erinnern und das ist echt selten bei Büchern, dass mich Geschichten ziemlich lange beschäftigen. Ich fand damals das Cover auch total schön und war dann erfreut, als ich neulich erfahren habe. Also ich hatte die Autorin jetzt nicht so die ganze Zeit im Auge. Ich bin dann irgendwann über Instagram und Facebook und so drauf gestoßen, dass jetzt ihr zweiter Roman erschienen ist und habe gedacht, boah, das Cover ist genauso hübsch, nur in einer anderen Farbe und diesmal nicht mit Punkten, sondern mit Wolken, aber ich finde es total schön. Und es heißt 20 Zeilen Liebe. Ja, und nachdem es mir dann ganz oft eben im Internet so vor die Linse geraten ist, habe ich natürlich gesagt, ich möchte es auf jeden Fall lesen. Bei mir ist es ja immer so, wenn ich von einem Buch eines Autors total begeistert bin, da möchte ich auch immer alles andere lesen, was noch so folgt. Ja, ich wusste nicht viel vorher, weil das interessiert mich dann ja nicht. Also ich will dann halt die Geschichte lesen und will mich überraschen lassen. So, und in einem meiner Videos, das ich immer irgendwann jetzt, das entweder war es das letzte oder vorletzte Video, hatte ich euch gesagt, dass ich es nicht schlimm finde, wenn man in Büchern weinen muss oder wenn man wegen Büchern weinen muss. Es ist ja auch so, das habe ich auch schon ganz, ganz oft gesagt, dass ich eben glaube, dass das eigene Leben, die eigene Vergangenheit, die eigene Gegenwart immer, immer, immer eine Rolle spielt, wie ein Buch auf dich wirkt. Wenn man andere Erfahrungen gemacht hat, muss man vielleicht bei einem bestimmten Thema oder Buch jetzt nicht weinen, wie jemand, der genau diese Erfahrung gemacht hat und bei dem das Buch dann eben richtig, richtig triggert. Und also diese 20 Zeilen Liebe haben mich ehrlich gesagt echt fertig gemacht, teilweise. Ich erzähle ganz grob die Story. Also es geht um verschiedene Menschen. Die Geschichte wird immer aus der Sicht des einzelnen Menschen geschrieben. Wir fangen mal an mit Stella. Stella ist eine Krankenschwester, die in einem Hospiz arbeitet. Und ihr wisst ja, genau, das war, glaube ich, das Buch hier mit Rabbit Hayes, wo ich das auch erzählt habe. Da, die Frau kam ja auch ins Hospiz. Ne? Ich habe im Moment auch das Gefühl, dass solche Geschichten mich total anziehen. Ne? Das ist immer auch ein Phänomen, oder? Das ist ein Thema, das einen sowieso im Leben beschäftigt, dass einem plötzlich Bücher in die Hände fallen, die genau mit diesem Thema zu tun haben. Ne? Es ist wirklich so. Also das, man sagt ja auch, dass nicht man selber die Bücher aussucht, sondern die Bücher suchen den Leser aus. Ne? Und irgendwie habe ich ganz oft das Gefühl, dass es bei mir wirklich so der Fall ist. Ne? Also nicht, dass ich mich aktuell jetzt mit dem Thema Hospiz beschäftige, aber in meiner Vergangenheit habe ich mich damit beschäftigt und es ist ja noch nicht mal jetzt ein Jahr her. Ne? Und jetzt ist es so, dass halt diese Stella als Krankenschwester in einem Hospiz arbeitet. Und dann gibt es noch ein junges Mädchen, die ist so Anfang 20, heißt Hope. Die hat Mukoviszidose und ist dann für einige Zeit in dem Hospiz. Dann gibt es noch einen Mann, der heißt Hugh Grant. Den beobachten wir halt in seinem Leben. Der hat erstmal gar nichts mit der Geschichte so zu tun, wie sie am Anfang so anfängt. Also man weiß natürlich auch noch gar nicht so richtig, was haben diese Menschen alle irgendwie miteinander zu tun? Haben die überhaupt miteinander zu tun? Also man guckt so in verschiedene Leben von verschiedenen Menschen. Und das ist eigentlich so die grobe Story. So, und Stella hat es sich, also die Krankenschwester, hat es sich irgendwann so zur Aufgabe gemacht, halt in dem Hospiz. Es ist ja in den meisten Fällen so, dass man dort nicht lebend herauskommt. Und sie hat sich irgendwann zur Aufgabe gemacht, Briefe zu schreiben, beziehungsweise die sterbenden Menschen, solange sie noch geistig so auf der Höhe sind, diktieren ihr praktisch Briefe, die sie dann niederschreibt. Und wenn die Person dann stirbt, gibt sie diese Briefe den Hinterbliebenen. So, und diese Briefe sind dann unabhängig von dieser, also oder zum großen Teil unabhängig von dieser ganzen Geschichte, sind diese Briefe immer einzeln abgedruckt. Ne? Fängt auch direkt vorne am Anfang hier so an mit irgendeinem Brief, der fängt an so, lieber Len. Also man wird so
in den ersten Brief eigentlich reingeschubst. Du weißt überhaupt nicht, worum es geht. Ich hatte am Anfang auch so ein bisschen Probleme dann natürlich, irgendwie so das zu schnallen. Ey, was ist das jetzt und so. Und dann kommen hier so zwei Seiten, halt so ein Brief. Und unten drunter steht dann, genau so sollst du mich in Erinnerung behalten. Deine dich liebende Frau Dorothy. Ne? Und dann fängt der Prolog an mit Stella, ne, wo dann halt die Geschichte beginnt. Und nach jedem Kapitel, das immer eben, wie gesagt, aus der Sicht eines anderen geschrieben ist, kommt immer wieder ein Brief, unabhängig von der Geschichte. Ne? Und obwohl diese Briefe teilweise echt nur anderthalb oder zwei Seiten lang sind, hast du trotzdem das Gefühl, dass du in das komplette Leben dieses Menschen, der diesen Brief verfasst hat, guckst. Und ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Man liest halt so diesen Brief, unabhängig von der Geschichte. Es ist total egal, welcher Mensch da gerade diesen Brief schreibt. Es kann eben eine Ehefrau sein, die den letzten Brief an ihren Mann schreibt. Es kann ein Mann sein, der den letzten Brief an die Frau schreibt. Es kann eine Mutter sein, die den letzten Brief an ein Kind schreibt. Es kann die Großmutter sein, die den letzten Brief an eine Enkelin schreibt. Und wenn ich die Briefe gelesen habe, also ich weiß jetzt nicht, wie viele Briefe in dem Buch vorkamen. Ich kann nur sagen, dass es wenige Briefe gab, bei denen ich nicht Rotz und Wasser geweint habe. Nicht mal, weil die Briefe so herzergreifend traurig oder so geschrieben waren. Im Gegenteil, teilweise waren sie total sarkastisch, teilweise auch lustig. Aber die Vorstellung, dass ein Mensch, der weiß, dass er stirbt, die Möglichkeit aufgreift, ein paar letzte Worte seinen Hinterbliebenen zu hinterlassen, hat in mir so eine komische Atmosphäre ausgelöst, dass ich einfach bei fast jedem Brief weinen musste. Also ich habe mir immer so vorgestellt, ne, wie ist das, wenn du als Ehefrau da liegst und du weißt, dass du stirbst, sobald du ein Hospizier betrittst als Patient oder Stella sagt immer Gast, weißt du ja, dass du zu 98% dann nicht lebend rauskommen wirst. Das habe ich auch bei Rabbit Hayes ja dann schon gesagt. Ne? Also du hast dieses Wissen, du wirst sterben. Und du hast aber die Möglichkeit, eben einem Menschen, den du vielleicht ganz besonders liebst, noch letzte Worte als Brief zu hinterlassen, wenn du schon tot bist. Also du kannst ihm natürlich noch ganz viel sagen, solange du noch lebst. Aber wenn du gestorben bist, gibt Stella deinem Mann, deiner Frau, deiner Tochter, deinem Enkelkind oder wem auch immer, deinem Freund, wie auch immer, diesen Brief. Und in dem Moment ja, wo der Hinterbliebene diesen Brief liest, bist du ja ein Stückchen wieder lebendig. Und diese Vorstellung, die hat mich umgehauen. Und ich hatte vorher noch so überlegt, ich hoffe, dass ich nicht anfange zu heulen jetzt bei diesem Video. Andererseits, genauso wie ich gesagt habe, also ich habe keine Angst vorm Weinen, ist es ja auch so, dass ich oft gesagt habe, ich schäme mich auch nicht zu weinen oder so. Aber ich habe mir dann so vorgestellt, wenn ich jetzt da liegen würde und ich hätte so eine Krankenschwester, Stella, und die wird jetzt sagen, Mensch, Kossi, pass auf, ich mache das halt gerne und so, du kannst jetzt nicht mehr schreiben, du bist vielleicht körperlich nicht mehr dazu in der Lage, aber möchtest du mir irgendwas diktieren, irgendeinen Brief, dem ich dann demjenigen oder derjenigen, von dem du halt möchtest, dass der oder die diesen Brief erhält, würde ich den Brief dann geben. Sowas habe ich mir dann vorgestellt. Und dann habe ich überlegt, wem würde ich so einen Brief schreiben? Also davon abgesehen, dass ich wahrscheinlich 300 Briefe schreiben lassen würde. Ich habe ja immer so viel zu sagen irgendwie und man kennt ja auch nicht nur einen Menschen. Aber wem würde ich so einen Brief schreiben und was würde in so einem Brief drinstehen? Und wenn ich dann die Briefe aus diesem Buch gelesen habe, habe ich immer versucht, mich dann eben in die Situation des Sterbenden reinzuversetzen. Also ich bin richtig in dieses Buch so dermaßen reingekrochen. Also ich habe, glaube ich, anderthalb Wochen auch an dem Buch gelesen. Ich habe teilweise dann doch auch Angst davor gehabt, weiterzulesen, weil ich wusste oder mir denken konnte, ich muss halt wieder so weinen. Und es hat mich an so viele Dinge erinnert. Ich kann es nicht richtig erklären. Also
schwierig, ne? Aber ganz viel habe ich eben so dran gedacht, was würde ich wem schreiben, wenn ich wüsste, ich habe nicht mehr lange zu leben? Was wäre mir wichtig, dass der Überlebende noch von mir erfährt? Und dann, das habe ich auch beim Schreiben meiner schriftlichen Rezension dann mir so überlegt, auch wenn man im Kopf dann vielleicht wirklich so einen Brief so verfasst hat, ne? Warum sagt man demjenigen oder derjenigen, dem oder der man etwas Wichtiges noch sagen möchte, es nicht jetzt, wenn man noch lebt und gesund ist? Ist vielleicht auch ein Gedankenansatz, auf den ich jetzt so auch nicht unbedingt gekommen wäre, wenn ich dieses Buch nicht gelesen hätte, ne? Also, dieses Buch hat eben, wie gesagt, ganz viel so aus mir gemacht. Und ich habe gedacht, warum hält man denn so oft so hinterm Berg mit seinen Gefühlen, mit seinen Gedanken, wenn es doch etwas gibt, was man jemandem gerne sagen möchte, wenn man weiß, man hat, es ist die letzte Möglichkeit, ne? Und dann ist man weg aus dieser Welt. Warum sagt man es demjenigen dann nicht jetzt, wenn man noch lebt? Warum macht man das nicht? Weil man sich nicht traut, ne? Viele Dinge traut man sich nicht. Und ja, es war so. Oder ich habe mir dann eben auch vorgestellt, wie es so wäre, wenn mir jemand, der krank ist oder der jetzt eben auch vielleicht schon gestorben ist, wenn der mir einen letzten Brief geschrieben hätte, den ich dann nach seinem Tod erhalten würde. Davon mal abgesehen, dass es ja, dass es so ein Erbe wäre, also das wäre für mich kostbarer als Geld, glaube ich. Wenn alle Menschen, die in meinem Leben jetzt halt schon so gestorben sind und so, wenn die mir jetzt so im Nachhinein dann noch, also natürlich im Vorhinein, wenn die mir einen Brief geschrieben hätten, den ich im Nachhinein dann bekommen hätte. Das wäre ja etwas, das würde ich ja in meinem ganzen Leben auch nie wieder missen wollen. Ich würde das, ja, wenn ich so einen Brief erhalten würde, ich würde den ja nie irgendwie wegwerfen. Das wäre das allerletzte, was ich von dem Menschen dann haben würde. Ja, und das ist so, also mich hat es einfach, also mich hat diese Story, diese Idee auch, ne, hinter dieser Story einfach total geflasht. Und zwar eben so, dass ich, ja, jedes Mal, wenn ich das Buch zur Hand genommen habe, auch wirklich geweint habe. Und ich komme jetzt vor, als wenn ich hier irgendwie so eine Therapiestunde hätte, ne? Weil ich dieses Buch so Revue passieren lasse und eigentlich alles wieder nochmal so erlebe. Und vielleicht hört sich das jetzt für euch auch alles total schrecklich irgendwie an, aber das Buch ist ja nicht schrecklich, es ist eigentlich im Gegenteil, es ist wunderschön und es hat mich auf Gedanken gebracht, die ich halt vorher nicht gehabt hätte, wenn ich dieses Buch nicht gelesen hätte. Aber warum soll man nicht über sowas auch mal nachdenken? Also mir hat es auf jeden Fall total gut gefallen, 20 Zeilen Liebe, obwohl manche Briefe weit mehr als 20 Zeilen hatten. Aber überlegt mal, wem ihr so einen letzten Brief schreiben würdet und überlegt mal, was ihr schreiben würdet. Und dann fragt euch wirklich mal, warum stehe ich jetzt nicht auf, nehme den Telefonhörer in die Hand oder setze mich ins Auto und fahre zu demjenigen Menschen hin und sag ihm das einfach. Weil im schönsten Fall haben wir ja noch ganz, 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 ganz viele Jahre zu leben. Ja, wobei ich glaube, was mich auch so beeindruckt hat, ist einfach dieses. Oh nein. Ich habe jetzt dem Buch fast den Rücken gebrochen. Oh mein Gott. Das ist mir noch nie passiert. Nein, aber was mir vielleicht im Nachhinein auch noch so. Oder was mich da eben auch noch so begeistert hat an dem Buch, weil ich halt, ich fand es auch so spooky oder ich finde diese Vorstellung spooky. Wenn ich mir eben echt vorstelle, als meine Freundin halt im letzten Jahr gestorben ist und wenn mir dann meinetwegen ihr Mann oder ihre Söhne im Nachhinein jetzt einen Brief gegeben hätten, den sie noch an mich geschrieben hätte, habe ich mir auch vorgestellt. Dann natürlich, ne, wie hätte wohl so ein Brief ausgesehen und wie hätte ich mich damit gefühlt? Ja. Und das sind eben diese Dinge, die halt so unheimlich bei mir dann getriggert haben. Ne? Klar, warum ich eben dann auch geweint habe.
So, und in meinem letzten Video oder meinem letzten Buchtipp habe ich ja auch euch gesagt dann, wenn ich schöne Sätze aus diesen Büchern rausschreibe, dann schreibe ich die ja in meine Reading Notes und dann lese ich euch die natürlich auch vor. Und das habe ich jetzt getan. Ja, beziehungsweise werde ich jetzt tun. Also ich habe mir zwei Sätze rausgeschrieben, einen kleinen Absatz und einen Satz. Ja, den Einsatz fand ich eigentlich nur sehr interessant und für mich hat der auch sehr viel Sinn. Und zwar, es gibt keinen Notausgang, wie im echten Leben. Ist auch so, ne? Du musst das Leben leben, von Anfang bis Ende. Notausgang gibt es nicht. Es sei denn, du beendest dein Leben selber, aber davon wollen wir jetzt mal überhaupt nicht reden. Aber den fand ich einfach nur gut, den Satz, ne? Es gibt keinen Notausgang, wie im echten Leben. Genau. Und das andere ist dann folgender Absatz. Ein Brief ist eine Erinnerung, die nie verschwinden, verblassen oder vergessen werden kann. Sorry. Und wenn wir längst nicht mehr sind, das kann morgen sein oder in ferner Zukunft, dann werden unsere Kinder und unsere Kindeskinder diese Worte lesen und dann werden auch sie diesen Augenblick mit uns teilen. Für immer. Ja, ich glaube, mehr kann ich eigentlich überhaupt nicht dazu sagen. Wenn ihr Interesse habt, das Buch zu lesen, dann macht es. Und ich glaube, dass euch ansonsten eine wundervolle Geschichte entgehen würde. Aber ja, vielleicht wirkt das Buch auf euch auch ganz anders. Es kann sein, dass ihr auch weinen werdet, aber vielleicht aus anderen Gründen. Ne? Dass es vielleicht bei euch jetzt gerade nicht so triggert. Vielleicht triggert es aber auch total. Aber es hat mir auf jeden Fall, mir und meinem Leben, natürlich jetzt nicht irgendwie geschadet, ne, dass ich es gelesen habe und dass ich eben sehr viel geweint habe dabei. Aber ja, es hat mich einfach total mitgerissen. 20 Zeilen Liebe von Rowan Coleman und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Und ich bin voll die Heulsuse, ne? Ich bin so, es tut mir leid. Und tschüss.